Ich bin ein verantwortungsloser Halodri. Ich habe keine Familie, keine Religion, keinen Bausparvertrag, keinen profilneurosen verwickelten Chef, der mir etwas anschafft. Ich entscheide jeden Tag 24 Stunden lang, wie ich mir mein Leben vorstelle. Ich habe keine Zukunft, ich habe immer nur den Augenblick. Als sie mal in Indien mit Denguefieber vor sich hin delirierten und einer Hochzeitskapelle draußen lauschten, tröstete sie der Gedanke, nur verheiratet sein könne grässlicher sein. Ich habe viele schlechte Ehen kennengelernt, unter anderem die meiner Eltern. Ehe, das Lustgrab, wo, laut Ben, steuerlich begünstigter Geschlechtsverkehr stattfindet? Uff, lieber nicht. Klar kennen wir alle die paar Begnadeten, deren Liebe durchgehalten hat, die noch nach 30 Jahren Schmusen und Händchen halten. Bravo, beneidenswert. Aber das Modell Altmann ist es nicht. Bleibt die Romanze auf Reisen. Nach ihrer Erfahrung lassen sich Damen mit Liebesgedichten von Brecht verzücken. Brechts Liebesgedichte sind mit die ergreifendsten, die wir haben. Ich bin einmal auf einer Zugfahrt in Südafrika für den Dichter eingesprungen. Eigentlich hätte er die Liebesnacht verdient. Aber was sollte ich machen? Er war ja längst tot. Frauen sind also schon wichtig. Wichtig? Dass ich nicht lache. Sie sind das Schönste, was wir auf Erden haben. Und wie so viele Männer bin ich von ihnen verhext, weil ich mich immer anrühren lassen von Schönheit. Deshalb lebe ich ja auch in Paris. Schönheit wird die Welt retten, schrieb Dostojewski. Sie zitieren schon wieder, weil ein anderer es gerade besser sagen kann als ich. Brecht zählt in seinem Gedicht Vergnügungen die Freundlichkeit als eine der großen Freuden auf, unter anderem neben Reisen und Schreiben. Ja, das ist wunderschön. Freundlichkeit ist ein Geschenk. Sie bringt Freude ins Leben des anderen, sie tut einem selbst gut. Sie ist, so scheint es, inzwischen verschollen gegangen. Der Prolo übernimmt gerade die Weltherrschaft. Was führen Sie im Gepäck, um sich gegen Einsamkeit zu wappnen? Meinen Eischaffel, ein Weltempfängerradio, meinen MacBook Air, einen Stift. Etwas zu lesen. Gibt es einen Ort, an dem Sie sich zu Hause fühlen? Natürlich Paris.